In diesem Video zeige ich euch, wie man sich Apfelchips machen kann. Dazu benötigt ihr erstmal Äpfel. Am besten funktionieren saure Apfelsorten, da diese weniger süß werden beim Trocknen. Dann braucht man einen Gehäusestecher. Und zum kleinen Schneiden der Äpfel habe ich hier einen Gurkenschneider. Aber man kann auch, wenn man so eine Brotschneidemaschine hat, kann man das auch verwenden. Ja, als erstes nehmen wir den Gehäusestecher. Und steche mal das gesamte Apfelgehäuse mitsamt den Kernen heraus, denn das stört uns bei den Apfelchips. So. Wenn dann die Äpfel komplett entkernt sind, kann man dann mit dem Gurkenhobel sie in kleine Scheiben schneiden. Jetzt holt man sich ein Backblech und verteilt seine Apfelscheiben gleichmäßig auf dem ganzen Blech. Wenn euch der Platz ausgeht, könnt ihr die Rücken auch leicht überlappend auf das Backblech auflegen. Und man kann dann noch bei Bedarf die ganzen Apfelscheiben mit Zitronensaft einpinseln, damit sie sich nicht braun verfärben beim mit der Zeit. So, und das ganze Backblech muss jetzt bei 70 Grad Umluft im Backofen eine Stunde lang drin bleiben. Ja, und dann sind eure Apfelchips bereits fertig. Die Backzeit hängt übrigens auch von den Dicken der Scheiben ab. Ja, danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachprobieren.